Willkommen, liebe Zuschauer. Neues Spiel, neues Glück, aber die alten Spieler, Gerd Siegmund und Dirk Thiele. Wir sind in Kusamo, besser gesagt in Ruka, Rang de la Pluie. Ja, hier geht zuweilen wirklich nichts. Der Wind, das himmlische Kind und wir harren der Dinge, die da kommen. Einiges ist es neu. Wir sind da, wo wir im letzten Winter auch zu sehen waren. Aber Eurosport Yahoo ist neu dabei. Also, wir haben jetzt ein Millionenpublikum. Gerd, immer schön Mühe geben. Ja, und vor allen Dingen sind wir ganz schön aufgeregt da. Nur wir sind nicht nur so aufgeregt, sondern auch alle Beteiligten sind ein bisschen aufgeregt. Denn die Wettervorhersagen für heute Nachmittag, für morgen und für den Sonntag sind nicht optimal. Aber wir haben ja auch gelernt, der Wetterbericht kann sich auch mal ändern und Sie können sich auch mal täuschen. Auch wir können uns manchmal täuschen. Wenn das der Fall ist, dann sehen Sie uns das natürlich nach. Ansonsten sind wir bemüht, Sie so zu unterhalten, wie wir das auch im letzten Winter gemacht haben. Mit Prognosen, mit Stellungnahmen, mit Anekdoten, mit Interviews. Das werden wir alles in diesem Winter auch anbieten. Hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit. Und wie gesagt, neues Spiel, neues Glück. Kaum jemand hat Schneesprünge. Wir sind also sehr gespannt, wie sich die einzelnen Interpreten vorstellen werden. Ja, vor allen Dingen kommt noch eins hinzu. Nicht nur kaum hat jemand Schneesprünge, sondern einige, zum Beispiel das Team Österreich, hat den letzten Sprung vor circa 4 Wochen gemacht. Also das wird sehr, sehr interessant sein, zu sehen, wie sich hier das stärkste Team der Welt verkauft. Alexander Poynton hat gesagt, also wir sind das stärkste Team der Welt und sollte das nichts ausmachen, aber 4 Wochen Sprungpause, naja, das ist schon mal ein Brett. Und die anderen haben trainiert in Klingenthal auf der Eisspur, teilweise in Hinzenbach auf der Eisspur. Ein paar waren jetzt noch in Rovaniemi, die Finnen und die Polen haben dort mal 6, 7 Sprünge gemacht, um ein bisschen in die Gänge zu kommen. Aber die große Frage wird sein, wer kommt dann hier auf dieser großen Anlage? Es ist ja schon eine große Anlage, Hillsize von 140, 142 Metern. Und da heißt es einfach, ja, so die Arschbacken zusammenkneifen und durch geht's. Na siehst du, sind wir schon beim Vokabular, welches wir eigentlich lieben. Also, seien Sie schon neugierig. Einen exakten Plan für Kusamo oder Ruka gibt es nicht. Wir harren der Dinge, die da kommen. Wenn alles gut geht, ist heute 18 Uhr Ihrer Zeit die Qualifikation. Und eigentlich kann ja nichts schiefgehen, denn wir sind doch dabei. Naja, dann schalt mal den Wind ab, Dirk. Hier unten, wie immer, die Zuschauer wundern sich ja meistens, wenn sie im Stadion unten stehen. Ich meine, hier ist doch kein Wind und so weiter. Aber da oben am Vorbau, da bläst es doch ab und zu mal richtig, richtig rein. Aber wie gesagt, es sind auch Windnetze da. Jetzt muss der Wind nur aus der richtigen Richtung drehen und Dirk, dafür bist du verantwortlich. Ja, das sind alles Einzelschicksale, Springerschicksale. Die sollen klarkommen und sollen springen. Wir brauchen die Wettbewerbe, okay? Genau. Gut.